so lecker. Wie cool ist das denn? Probieren wir. Es gibt Pizza Plastik. Ich kann nicht beschreiben, wie weich dieser Teig ist, wirklich. Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir werden heute was richtig, richtig Cooles machen. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Wir werden einen Tag lang nur Pizza essen. Ihr wisst, ich liebe Pizza. Pizza und ich sind quasi beste Freunde, Besties. Ich habe mir gedacht, warum esse ich nicht einfach einen Tag mal Pizza? Weil Pizza ist einfach geil und man kann Pizza tatsächlich in sehr vielen verschiedenen Varianten machen. Und ich habe mir da drei coole Sachen überlegt für heute. Und ich würde sagen, wir starten noch mit dem Frühstück rein. Ich wollte euch nur noch kurz darauf hinweisen. Morgen, oh mein Gott, morgen wird der Dark Cookie Designer Bar gestockt. Endlich. Ihr habt mich bombardiert mit Nachrichten, wirklich. Jeden Tag kriege ich mindestens eine Nachricht, wann diese Riegel gestockt werden. Am Mittwoch wurden ja schon die ganzen anderen Designer Bars gestockt mit einer Aktion mit 20% auf die Riegel dazu. Natürlich denkt sich jetzt der eine oder andere, toll, jetzt habe ich schon bestellt. Am Montag kommen die jetzt erst, jetzt muss ich ja nochmal bestellen und die Versandkosten sind zu teuer. Da hat sich ESM was überlegt und zwar werdet ihr 25 Euro Bestellwert die Versandkosten sparen. Heißt, wenn ihr eine Box Riegel reinmacht und zwei, drei Proben, seid ihr auf 25 Euro. Und dann zahlt ihr keine Versandkosten und könnt euch auf jeden Fall einen Vorrat an Dark Cookie Riegeln sichern. Ich würde mir auch gleich mehr als eine Box bestellen, sage ich euch ganz ehrlich, weil das sind halt einfach die besten Riegel von denen, die es gibt. Und wie gesagt, die sind eigentlich immer limited gewesen, aber die Nachfrage war halt so hoch. Deswegen dachte ich, ESM, komm, die haben wir nochmal raus. Und deswegen müsst ihr schnell sein, weil ich weiß nicht, ob sie danach nochmal wiederkommen oder wann sie zumindest wiederkommen. Naja, genau, mit Code LB könnt ihr da 20% aktuell auf Food und auf vegane Produkte sparen. Heißt auch auf mein geliebtes Flavor Powder, was ich jeden Tag in meinem Kaffee benutze, für alles benutze. Auch auf das nächste Produkt, was wir fürs Frühstück brauchen, und zwar den Pancake und Waffel Mix. Denn ich habe da was Cooles vor. Und zwar machen wir einen riesen Frühstücks-Pancake-Pizza-Ding. Das war falsch. Wir machen eine riesen Frühstücks-Pancake-Pizza. So, das war richtig. Sprachen lernen, Bubble. Ah, ich bin mal gespannt, ob das was wird, ob ich es auch geflippt kriege, also in der Pfanne. Ohne dass irgendwas kaputt geht, wir werden es sehen. Ich mach das mal. Freunde, mein Frühstücks-Pancake ist fertig. Oh mein Gott, das war ein Akt, sage ich euch. Ihr habt gesehen, ich wollte meinen Pfannkuchen flippen. Hat nicht so funktioniert. Das war aber noch nicht mal der schlimmste Punkt. Da habe ich es wirklich noch, obwohl, nee, war das die Stelle, wo es alles verkackt wurde? Nee, da ging es tatsächlich noch. Also ich habe ihn gar nicht so schlecht geflippt. Aber ich wollte ihn dann nochmal drehen. Das ist mir komplett auseinandergefallen. Komplett. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, dass er jetzt trotzdem rund geworden ist. Aber irgendwie habe ich es gefixt. Ich habe nochmal einen anderen Pancake-Teig angerührt und damit so die leeren Stellen ausgefüllt wie so ein Kleber, wisst ihr? Auf jeden Fall habe ich da jetzt drauf gemacht, so Erdbeerskier, Marmelade, Himbeeren und White Chocolate Drops. Und das sieht so geil aus. Und ich habe so Bock darauf. Ich bin mal gespannt. Ich guck mal, ob ich es essen kann wie eine Pizza. Der Vorteil dadurch ist, dass es jetzt ein dickerer Pancake ist. Vorher wäre es ein recht dünner Pancake gewesen. Also ja, passt. Guck, ich kann das wie eine Pizza nehmen. Passend zum Motto, einen Tag lang Pizza essen. Okay, let's taste. Mmh. Mhm. Boah, wow. Mmh. Boah, wie lecker. Hätte echt nicht gedacht, dass ich diesen Pancake-Tag retten kann. Ne? Ich war gerade schon so, okay, gut, du musst alles neu machen. Ich hätte es natürlich nicht weggeschmissen, ich hätte es dann für später aufgehoben. Mmh. Und daraus Kaiserschmarrn war so gemacht. Aber es hat ja noch funktioniert. Und es ist wirklich ein Träumchen geworden, sage ich euch. Also Pancake-Pizza kann man auf jeden Fall machen. Man kann ja generell voll viele verschiedene süße Pizza-Varianten machen. Es gibt ja auch Haferflocken-Pizza. Also man kann wirklich super viel mit Pizza anstellen, also generell Pizza machen. Und was hier jetzt richtig geil gewesen wäre, wäre Pistaziencreme. Habe ich leider nicht zu Hause und ist auch sauteuer. Deswegen bin ich eigentlich ganz happy, so wie es ist mit dem White Chocolate Drops. Matcht das perfekt mit den Beeren zusammen. Mm. Und der Teig ist so fluffig. Ich liebe es. Oh mein Gott. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann macht euch mal Pancake-Pizza zum Frühstück. Das ist echt richtig, richtig geil. Kann ich mir empfehlen. Ich muss auch auf jeden Fall jetzt öfters machen. Und auch mit verschiedenen Toppings. Und es geht so einfach. Also, wenn ihr es richtig drehen könnt. Ich hatte tatsächlich, als das so kaputt gegangen ist, auch mehr Bock auf Kaiserschmarrn. Aber das Motto ist ja einen Tag Pizza essen. Deswegen durfte ich das jetzt nicht machen. Aber ich habe
Bock, morgen früh Kaiserschmarrn zu machen aus Pancake-Mix. Das mache ich. Das mache ich, sage ich euch, wie es ist. Also vielleicht schlage ich noch ein Eiweiß steif, dann wird das noch fluffiger. Aber der ist schon so ultra fluffig. Also auf jeden Fall 10 von 10, kann so weitergehen. Wir sagen, wir sehen uns beim Mittagessen wieder. Freunde, es ist Zeit fürs Mittagessen und ich war gerade noch einkaufen und habe ein bisschen was fürs Mittagessen besorgt und wir gucken mal zusammen in den Kühlschrank, was es da Pizzaartiges geben könnte. Haltet euch fest, wir machen eine Pizza aus Kloßteig. Oh mein Gott, ich wollte schon immer mal Kloßteig generell kaufen und mal gucken, was man daraus machen kann, außer Klöße. Und ich dachte, wir machen mal eine Pizza, weil ich habe das mal irgendwo gesehen, dass man das machen kann. Und ich dachte so, wie cool ist das denn? Ich hoffe, es klappt auch. Ich glaube, ich mache es im Ofen. Macht man es in der Pfanne, im Ofen? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt noch nicht trocken essen. Auf einer Pizza gehört natürlich Belag. Und da habe ich mich einmal für so eine Baguette-Salami entschieden, weil ich bin nicht so ein Fan von so normaler Salami, aber Baguette-Salami und so richtig geile italienische Salami ist schon richtig geil. Und natürlich Pizzakäse, der wäre im Angebot. Perfekt. Ah ja, Tomatensauce brauchen wir noch. Die ist auch im Kühlschrank. Ich würde sagen, wir versuchen mal unser Glück, was man aus Kloßteig Pizzaartiges machen kann. Gott. Wir haben einfach eine Pizza aus Kartoffelteig. What? Oh mein Gott, das hat ja so gut, also fast, fast ganz gut funktioniert. Ich habe einmal den Kartoffeldings nicht mehr vom Teller runterbekommen, als ich es belegt habe und wieder aufs Blech machen wollte. War ein bisschen schwierig, ich habe es letztendlich hinbekommen. Aber wie gut sieht das bitte aus? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ja, ich denke mal, der Kartoffelteig ist durch. Der muss ja auch so sapschig, so weich sein. Ich meine, wir kennen alle Knödelklöße, die sind halt einfach so. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich das auch so in die Hand nehmen kann oder ob ich das doch mit Messer und Gabel tatsächlich essen muss. Das wäre natürlich eine absolute Krise. Aber wie gut sieht das bitte aus? Also, ich hätte niemals gedacht, dass es so gut funktioniert. Aber jetzt muss es natürlich auch noch schmecken. Es muss nicht nur gut aussehen. Oh, scheiße, es ist zu heiß. Ich warte ganz kurz, weil, falls ihr euch erinnern könnt, von ein, zwei Wochen habe ich mir absolut den Gaumen verbrannt an einer heißen Kartoffel. Ich habe mir wirklich den Gaumen verbrannt. Aua. Das ist ja quasi wie der Kartoffel, deswegen ist es sehr heiß und bleibt wahrscheinlich auch noch ganz kurz sehr heiß. Deswegen muss ich es ganz kurz abkühlen lassen. 12 Sekunden später. Genug ist genug. Wir probieren jetzt. Ist mir jetzt kackegal. Es ist zwar immer noch absolut heiß, aber wir probieren das. Oh mein Gott, das ist so heiß. Halleluja. Ich wollte es euch eigentlich zeigen. Das kann doch nicht sein, dass das so lange heiß bleibt. Schaut es euch an, bevor ich mich verbrenne. Wow. Aua. Ob das eine gute Idee ist? Wir werden es gleich sehen. Ich möchte es jetzt aber wirklich probieren. Mmh. Oh mein Gott, Leute. Das ist eine Fusion aus Pizza und Kartoffelklößen. Das ist ja so geil, weil der Teig, der ist so richtig so matschig. Wisst ihr genau, wie Klöße sein müssen? Ich bin hin und weg. Das ist so lecker. Dieser Teig ist so richtig so klebrig und so. So wie Knete, wisst ihr, was ich meine? Das muss auch genauso sein. Wow. Mmh. Warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Das liebe ich an meinen Videos. Manchmal fehlen mir auch so die Ideen, was ich mal wieder kochen könnte. Und dann mache ich solche Videos und finde einfache Rezepte raus, die gut schmecken, schnell gemacht sind, wo man keine Geduld für einen Hefeteig braucht und einfach nur absolut geil sind. Mm. Und alle, die das noch nicht probiert haben, kauft euch Kloßteig, kauft euch Pizzabelag und macht diese Pizza. Was ich mir hier richtig gut vorstellen könnte, wäre so ein Flammkuchenbelag. Also einfach mit Frischkäse oder Sauerrahm oder so. Schinkenwürfeln, Lauchzwiebeln, ein bisschen Streukäse. Wow, ich glaube, das wird richtig gut matchen. Generell alles, was zu Kartoffel passt, wobei man Kartoffel gar nicht mal so penetrant rausschmeckt. Schmeckt sehr neutral tatsächlich, was ich sehr gut finde. Aber alles, was zu Kartoffeln passt, könnt ihr auf diese Pizza draufhauen. Also wirklich. Wow, bin gerade noch im 7. Himmel. Ich bin wirklich geschockt. Hätte ich niemals erwartet, dass es so gut ist. Ich hatte schon gehofft, dass es lecker ist, aber ich dachte jetzt nicht, dass mich das so vom Hocker haut. Nee, also bin und bleib sprachlos. Absolut sprachlos über dieses Gericht. Schreibt mir gerne auf Insta, falls ihr das mal nachmacht, weil ich würde jetzt sagen, wer muss dann schon noch Pizza bestellen? Aber doch, ich muss noch Pizza bestellen. Das ist natürlich was ganz anderes als eine neapolitanische Pizza oder irgendein vom Restaurant. Aber es ist was ganz anderes. Also das kriegst du halt in einem Restaurant auch nicht. Und es schmeckt so gut. Also
Würde ich auch im Restaurant bestellen, wenn es das geben würde. Ist wirklich richtig, richtig geil. Gibt ein 10 von 10 von mir. Macht es unbedingt nach. Schreibt mir gerne auf Instagram, falls ihr sowas nachgemacht habt, aus meinen Videos generell. Freut mich immer sehr zu hören. Und ja, ich lasse mir das jetzt noch schmecken und dann sehen wir uns beim Highlight des Tages wieder. Ihr wisst, das Abendessen ist immer das Highlight des Tages. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Auch wenn ich gerade schon sehr satt werde von der Pizza. Aber ich habe trotzdem noch Bock auf das, was kommt. So, Freunde, was darf bei einem Tag lang nur Pizza essen natürlich nicht fehlen? Eine richtige bestellte Pizza von einem guten Laden. Ich habe mich jetzt hier wieder für 60 Seconds zu Napoli entschieden, weil ich so zufrieden war letztes Mal. Und oh, der arme Lieferant tat mir richtig leid, weil es gerade in Strömen regnet draußen. Das hat es noch nicht, als ich bestellt habe. Das tat mir ein bisschen leid gerade für den. Der kriegt auf jeden Fall ein bisschen Trinkgeld. Ja, was habe ich mir bestellt? Ich habe mir einmal hier diese Cheese Roll bestellt. Die sieht eher aus wie so eine Cheese Calzone. Die sieht diesmal nicht so, obwohl doch, sie fettet genauso durch wie letztes Mal. Bin ich gespannt, ob hier das Öl so rausläuft. Und einmal die Mortadella Pizza, weil ihr wisst, Mortadella Pizza und ich, wir gehören einfach zusammen, wir sind füreinander bestimmt und deswegen habe ich die mir wieder geholt. Nach diesem Tag brauche ich jetzt endlich mal eine richtige Pizza, weil alles bisher war lecker und auch übel geil, aber es kommt nichts gegen so eine richtige, fluffige, neapolitanische Pizza an. Deswegen schauen wir uns zuerst mal hier dieses Cheese-Ding an. Ich will es wieder in der Mitte aufbrechen. Mal gucken, ich mache es lieber über einen Karton, falls es wieder irgendwie Komplikationen gibt mit dem Öl. Ja, ja, es läuft schon, ich höre es schon. Uah. Oh, diesmal ist echt ein guter Cheese-Pull zustande gekommen. Das war letztes Mal nicht so gut. Da habe ich es nochmal warm gemacht. Also der Käse ist jetzt auch nicht mehr heiß. Aber er ist auf jeden Fall noch ein bisschen dehnbar. Es tropft ja alles voll. Ich brauche wieder eine Serviette. Mento. Wo sind unsere Servietten? Millie hat wieder umgeräumt. Ah, gefunden. Also, dass das Öl so raustropft, finde ich jetzt auch nicht so geil. Aber man kann halt nichts machen. Da ist halt, glaube ich, Bergkäse drin. Und ja, was soll man machen? Das ist halt sehr öliger Käse. Das wird dann einfach, wenn es warm gemacht wird, verflüssigt sich das Fett vom Käse und läuft halt raus. Deswegen brauche ich auf jeden Fall den Karton als Unterlage. Probieren wir. Diesmal schmeckt es richtig intensiv nach Bergkäse. Auch ich mag ja Bergkäse. Früher immer jedes Jahr Skifahren gewesen. Und da gibt es halt auch. Es ist zwar ein penetranterer Käse und ich finde es auch crazy, dass man sowas bei so einem Italiener, dass man so Bergkäse-Sachen bekommt. Aber es ist wirklich lecker. Hat fast schon so ein Raclette-Vibe. Da gibt es immer einen Trüffeldip dazu. Ich mag keinen Trüffel, ich habe den letztes Mal probiert, aber ich möchte halt diese Cheese Roll. Ich möchte halt nicht den Trüffeldip, aber den muss man halt dazu nehmen. Die ist echt lecker. Finde diesmal sogar noch ein bisschen besser vom Teig, weil letztes Mal war der Teig schon so ein bisschen durchgefettet. Und diesmal ist er wirklich noch richtig fluffig, neapolitanisch, luftig und geil und teigig. Richtig geil. Schauen wir uns mal die Burrata Pizza an, das Herzstück der Bestellung. Schauen wir uns hier mal genauer an natürlich. Ich glaube, die Burrata ist schon ein bisschen ausgelaufen, aber das tut nichts zur Sache. Das ist keine Burrata, oder? Oder ist die einfach nur kalt geworden? Hm, doch, das ist Burrata. Okay, aber die ist einfach nur kalt geworden und ein bisschen krümelig. Die ist halt gar nicht flüssig in. Hey, was ist das denn? Oder ist die ganze Flüssigkeit rausgelaufen beim Liefern? Das kann natürlich auch sein. Finde ich ein bisschen schade. Letztes Mal war die richtig gut. Mal schauen, wie es ist, wenn ich es nochmal warm mache. Wir probieren jetzt trotzdem ein Stückchen, weil der Rest... Die Pizza ist generell komplett kalt, leider. Aber das ist auch ein bisschen dem Wetter zu schulden. Es ist auch wirklich echt nicht so das geilste Wetter für Lieferanten, muss ich sagen. Und der ist mit dem Fahrrad gekommen. Ja, immer, warum kommt man mit dem Fahrrad? Doch bestimmt auch von Uber Eats Autos. Ja, auf jeden Fall, guckt euch mal dieses Pizzastück an. Boah, dieser Rand hier drüben. Was ist das bitte für ein geiler Monsterrand? Oh Gott, es darf nicht runterfallen. Okay, let's try. Kalte Pizza. Schmeckt standardmäßig richtig gut. Also wirklich, ich lerne immer wieder dazu, was noch für neue Läden so nach Köln kommen, die nochmal alles toppen, was ich bisher schon hatte, was Teig angeht. Wirklich diese Teigkonsistenz bei 60 Seconds to Napoli. Ich hatte wirklich noch nie so einen fluffigen, weichen, neapolitanischen Pizzateig. Es ist echt unglaublich. Falls ihr das bei euch in der Stadt habt, probiert es wirklich mal aus. Es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Boah, ich kann nicht beschreiben, wie weich dieser Teig ist, wirklich. Ich möchte auch unbedingt mal da vor Ort essen gehen. Bisher hatte ich noch nicht die Möglichkeit zu, weil irgendwie
ja, sind wir in letzter Zeit nicht so oft essen gegangen, weil immer irgendwas anstand, aber das muss noch getestet werden. Aber live vor Ort, frisch aus dem Ofen, das schmeckt natürlich mal tausendmal anders und tausendmal besser. Aber dafür, dass es geliefert wurde mit dem Fahrrad und schon kalt ist, ist eine 10 von 10 Pizza. Außer die Burrata, die finde ich ein bisschen enttäuschend heute. Ja, das regelt sich aber wahrscheinlich, wenn ich sie warm mache. Von daher alles im Gesamten 10 von 10. Ich liebe diesen Laden. Es ist auch einfach so der perfekte Abschluss für den Tag, muss ich sagen, für diesen pizzareichen Tag. Ja, es war auf jeden Fall meine Erfahrung, einen Tag lang Pizza zu essen in allen Varianten und Formen, die es an Pizza gibt. Die Idee kam relativ spontan und ich hatte irgendwie so Lust, es umzusetzen. Und ja, seht da, es hat auch irgendwie geklappt. Es ist nicht langweilig geworden. Ich hatte immer noch Bock auf Essen und auf Pizza vor allem. Bis jetzt, ich habe immer noch Bock auf die Pizza. Von daher würde ich sagen, ist das doch ein gelungener Tag. Und ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle. Lass mir das jetzt noch gemütlich mit ein bisschen Trash-TV schmecken. Und würde sagen, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Natürlich ein Abo da und vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen für mehr Daily Updates, Live Updates, für alles aus meinem Leben, was nichts mit YouTube zu tun hat. Da poste ich wirklich alles. Also Gym, Essen, Daily Stuff, einfach meinen Lifestyle ein bisschen. Und da könnt ihr mir auch mal schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video am Mittwoch wieder. Da habe ich was richtig Cooles geplant. Ich freue mich schon richtig drauf. Bis dann. Ciao.